What's up, Leute? Willkommen zu Spieltag Nummer 10 Teambuilding. Es ist immer wieder ein Teambuilding-Video, es ist. Ja. So, auf jeden Fall, wir spielen die Woche gegen den guten Drake, mein Boy. Er hat ja schon ein paar Duelle, auch hier auf dem Channel, vor allem in vom UET. Haben wir uns schon ein paar Mal verprügelt. Und jetzt geht's eben gegen Drake in der NPBL Singles Liga. Jo, er spielt mal wieder mit seinem Team Crystal Flames, mit Overdrive. Und wir können uns mal das Team anschauen, was es zusammengedraftet hat. Das Team sehen wir jetzt hier. Und es ist ein sehr ethischer Kader, um gegen ihn zu bauen. Wir sehen hier Trikefalo, Necrozma, Milotic, Tangolos, Magnezone, Eraktyl, Alola Knogger, Kleifel, Pion Draghi und Keradar und Togetic. So, schauen wir uns mal genau an. Also wir haben ja erst Trikefalo. Trikefalo ist eins der edligsten Mons gegen meinen Kader, um es direkt mal zu sagen. Ich habe mir am ehesten vorstellen, dass so ein nächstes Platz hat, gegen mich spielt. Weil das Problem ist, ich habe nur zwei Mons, die schneller sind als Trikefalo im Kader. Drei Mons. Man hält sogar ein bisschen weh. Ich habe drei Mons, die schneller sind als Trikefalo. Das sind Sobillikat, Phantoros und Cobalium. Heißt, zwei davon können wirklich nothing gegen den machen. Also wie Phantoros und Lantun, die sind komplett aufgeschmissen gegen Trikefalo. Und Alolas Sobillikat. Weil Sobillikats Play Rough, glaube ich, knapp über die Hälfte macht, maximal. Man sollte den Bulk von Trikefalo nicht überschätzen. Unterschätzen. Dann haben wir Necrozma. Necrozma ist wahrscheinlich das variabelste und gleichzeitig das war eins der variabelsten und eins der gefährlichsten Mons, wenn es um Setup geht. Der kann sich wirklich in jede Richtung setupen. Der hat Rock Polish, XSD, Gedankengut, D-Dance. Ich glaube, Protzer kann der auch noch. Eisenabwehr auf jeden Fall kann der noch. Also wirklich, der kann sich in jede Richtung setupen und das macht ihn halt unfassbar gefährlich. Also, wenn er noch eine Weakness Policy drauf hätte, noch diese Fähigkeit, die funktioniert wie Filter, also quasi sehr effektive Attacken werden auch abgeschwächt gegen den. Was den jetzt nicht unbedingt einfacher zu handeln macht. Und ja, hat er noch Rocks, der hat glaube ich auch noch Tailwind und sowas. Der kann defoggen. Und da hat er noch Photon-Geysir, einen Steppenruf mit 100er Stärke oder was, der immer in die Richtung funktioniert, wo sein stärkerer Angriffswert ist. Hilfe. Also wirklich, der ist echt ethisch zu handeln und ich hoffe mal, dass wir den vielleicht irgendwie gehandelt bekommen. Kann ich mal kurz meine Mama mit dem Zimmer, ich weiß nicht, wo ich aufgehört habe. Auf jeden Fall, Necrozma kann sich in unfassbar viele Richtungen setupen. Der hat seinen Photon-Geysir, der immer in die Richtung funktioniert, wo sein stärkerer Angriffswert ist. Der hat einfach so viele Tools und es ist unfassbar schwierig, da sich auf der Einzelne festzulegen, was gegen einen mitkommt. Ich habe theoretisch mit Phantoros dann eine Möglichkeit, gegen ihn zu playen, aber halt nicht mehr so billig hat, ist ein guter Counter dagegen. Nicht mein einziger Dark-Type, den ich habe. Ich habe echt Probleme mit dem Team gegen Necrozma und ich hoffe mal, dass es vielleicht nicht dabei hat. Ich wüsste nicht warum, aber ich will mal etwas dabei haben, aber ich kann nicht arg viel gegen ihn machen, leider. Habe ich Probleme mit dem. Ich muss irgendwie schaffen, dass ich den auch umspiele, um irgendwie die Weakness Poison zu triggern. Okay, Milotic. Und jetzt wieder ich war mit der Ewigkeit, weil ich hasse Milotic. Ich hasse Milotic. Ich kann mich in den preppen, wie ich will. Ich verkacke immer gegen den. Es ist unfassbar. Milotic, Flame Orb, Fistiff. Da kommst du irgendwie gar nicht mehr durch an dem. Ist halt typischer Brookie Ward, der scrollt rum und heilt sich wieder hoch. Ich bin heute noch ein bisschen rumgetoxt, vielleicht ein Dragon Tail. Mehr macht er eigentlich nicht, wir sehen das Problem bei Brookie Ward, sie sind irgendwie nie wirklich passiv. Dahin hat er dann noch diese neue Attacke da, Rollwende, Flipturn heißt sie auf Englisch. Dadurch, das hat er auch noch, jetzt West. Dadurch hat er jetzt auch noch eine Switch Advantage bekommen, was dem auch natürlich richtig gut tut. Und ja, der gefällt mir einfach nicht.
Nächste Runde ist Tangolos. Und Tangolos hat halt, der gewinnt irgendwie auch gegen ein paar Monster im Team. Aber ich bin mir trotzdem nicht sicher, ob der mitkommt, weil wir haben einen Flampivian. Wir haben hier einen, wir haben einen Phantoros, wir haben einen Dragoran. Das sind zwei drei Monster, die mit Tangolos ziemlich aufräumen können. Also wie Glaziola. Vor allem Glaziola eben. Und selbst mit den anderen Mons, ich habe mit Fuyal den U-Turn. Ich habe mit Alolan Nobilicat einen Parting-Shot, wo ich da rauskomme. Relaxo tankt sowieso gefühlt alles, was Tangolos drücken will. Ich bin mir unschlüssig, ob der mitkommt. Ich glaube immer, dass der mitkommen wird, aber bin mir da wieder unschlüssig. So, Magnezone. Magnezone ist die Sache. Er spielt ihn ja meistens relativ Setup-mäßig mit Irene Defense Body Press. Sache ist, gegen so ein Setup habe ich echt ein kleines Problem. Weil meine Electric Switch-Ins sind Flinchig und Glanton und die haben ein Problem gegen so ein Body Press, weil die beide entweder keine so gute Fist-Def haben oder Probleme mit Kampfattacken. Genauso wie Relaxo, der hat auch ein Problem mit. Trotzdem braucht er dafür auch das Setup und gegen Mons wie Relaxo, Flampivian, Dragoran, Kobayan bekommt er das nicht unbedingt. Sonst, da halt trappen, aber ich werde Flinchig eh nicht dabei haben, ich kann es schon mal sagen, weil Flinchig in den Kader nicht gut ist. Das liegt auch schon mal an zwei Monster, direkt davor kamen. Ja. Also, der wird hier nichts zu trappen haben, dafür habe ich Angst vor so einem Analyse-Set, weil die auch echt eklig sein können. Muss man gucken. Next one, Aerodactyl, den ich irgendwie ein bisschen weniger einschätzen kann, ist sein bester Killer in der Liga. Und 5 von Kills davon kommen von Cypher Skydragon, dem besten. Sonst, ich weiß nicht, ob der AFI gegen mich machen kann. Ich habe halt Smogmog. Und Smogmog deklassiert so einen Aerodactyl schon mal fast im Alleingang. Sie meinen, ob er es überhaupt mitnehmen will. Sonst habe ich halt noch so Sachen eben hier wie so Billycat, gegen die der auch Probleme hat, weil ich eben Fähigkeit habe als Fähigkeit. Ja. Muss man schon mal was dabei haben will. Ja. Next one, Alolak Nogga. Der könnte gefährlich werden, aber ich habe so Billycat. Das ist wirklich schön, dass so Billycat ist, da ist ein Mon, was wirklich sehr gut in der Rocknogger reinkommt. Weil eben es nicht Flauschigkeit ist, sondern Fähigkeit, was er hat. Manche wechseln das ja manchmal, dass jetzt auch noch so Billycat plötzlich eine Feuerschwäche hätte. Aber hat so Billycat nicht. So Billycat hat nur eine verdoppelte Def. Mein Mund ist ein bisschen zu trocken, um zu reden. Verdoppelte Def heißt, der tankt ordentlich. Also, und dann kann Knogger halt noch, kann er noch toxen, der kann noch rocken und sich theoretisch setupen, aber hat eben Probleme mit Subilikat. Ja. Keifel. Ich hasse es auch, gegen Keifel zu spielen. Weil ich mit dem auch irgendwie immer Probleme bekomme. Ich hab mit Keifel immer Probleme und ich weiß nicht, woran das liegt. Weil irgendwie, der wirkt immer irgendwie passiver, als er ist. Gleichzeitig wirkt er irgendwie immer weniger bulky, als er ist. Also irgendwie wirken die deswegen immer niedriger, als sie eigentlich sind. Also der hat 100 Attack. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, der macht eh keinen Damage. So ist, als ich den mal hatte, hat er bei mir keinen Damage gemacht. Und wenn ich selbst mit dem Kalk gegen mich, dann macht er plötzlich gegen alles 50% Minimum. Das ist unfassbar weird. Also der drückt Glanton halt weg, der drückt Fuyal weg, der drückt Vampirian weg. Der drückt Kroba weg, der drückt Dragoran weg. Ich habe Probleme mit dem. Halt wirklich. Also, Keifel, der könnte halt echt eklig werden in dem Matchup. Deswegen muss er wahrscheinlich auch Subilika was gegen machen. Ihr könnt auch wahrscheinlich auch schon erraten, dass Subilika dabei sein wird. Das ist Pion Draghi, den ich eher weniger wieder sehe, weil Subilika existiert. Subilika ist ein echt gutes Moin in dem Matchup. Und, Pion Draghi ist da eben, hatte eben auch Probleme gegen, weil der hauptsächlich physisch angreift. Nichts wirklich so Effektives hat gegen Subilicat und Subilicat kann den halt immer gegen Parting shotten. Und mal mit Ground Move reinholen, der drückt Pion Draghi weg. Heißt, Subilicat hat Bock
Und ich kann es kurz machen, letzten meinen Mond sehe ich 0 gegen mich. Weil, ja, Togetic, der wäre zwar inzwischen für Dragoran, zwar, aber hat Probleme gegen Lanturn, hat Probleme gegen Smogmog, hat Probleme gegen Glaceola und der ist so unfassbar passiv. Die kann man meiner Meinung nach nur im Doubles picken. Habe ich ja letzte Season in NPB gemacht. Hat bei mir ganz gut Work gemacht, obwohl er keine Kills gemacht hat. Aber ich sehe den persönlich nicht mitkommen gegen mein Team. Auch gegen Relaxo hat er unfassbare Probleme. Gegen Koba erst recht. Nee. Und Kera da, also das ist wie ich hinaus. Da ihr kennt zwar den Tickroom für, so, also für Knogger aufsetzen. Aber da Knogger eh Probleme hat gegen mich, wegen meinem Stupidik hat. Und dann ist er auch noch relativ passiv. Er kann auch Webs legen, theoretisch. Aber auch da ist mein Team eigentlich ganz gut aufgestellt. Ich habe hier ein paar Mons, die schweben mit Dragoan, Smoggy. Ich habe relativ viele Removals. Ja. Ich weiß nicht mehr so viele Removals, aber es reicht theoretisch aus gegen einen Kira da. Und er hat vor allem in höheren Tiers mehr Mons mit Argumenten mitzukommen als in den unteren Tiers, um es mal so zu sagen. Also ich sehe bis Keifel alles mitkommen, theoretisch. Danach wird's knapp. Ja, können wir so festhalten. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir zu den Sets über, die ich gegen Drake gebaut habe. Und wir fangen an, rechts hier die Zusammenfassung von den Teams. Und wir fangen an mit Dragoran, der mal ein bisschen böllern darf. Wir haben ja einen Dragoran mit Wahlband, Wutanfall, Drachenklaue, Erdbeben und Turbo-Tempo. Man fragt sich vielleicht erstmal, jo, der hat doch Tür, der hat Keifel, der hat Rikifalo. Ja, aber wenn ich gegen fast jedes Mal einen Wutanfall eh über 50% mache, dann juckt mich das nicht wirklich. Also, Wahlband Dragoran hat so einen derben Wumms in der Fresse, das ist unfassbar. Ich glaube, die einzigen Monster, die hier nicht getuschottet werden im Team, sind Magnetzone und Full-Fistive Keifel. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber das sollen, glaube ich, die einzigen beiden Monster, die hier nicht getuschottet werden von Wutanfall. Über Tritkifalo müssen wir nicht reden. Über Aerodactyl auch nicht, über Knogger auch nicht. Über Piondragi vielleicht. Aber der kriegt auch ordentlich in die Fresse. Und halt Togetic sehe ich eben nicht mitkommen. Dann spielen wir noch Erdbeben, eben für meine Zone und Turbo-Tempo für diverse Setups. Ich kann nochmal kurz nachschauen, weil ich halt nicht mehr ganz im Kopf habe, wie viel das nochmal gemacht. So genau, das wäre, ich muss mal einen Kalk. Wie viel Turbo-Tempo gegen Trigifalo macht. Der Kalk nämlich gar nicht. Okay, jetzt seht ihr mal, zum Glück. Internet, bitte. Internet, it's the Internet. Loading? Ja, er ist wieder kalkranig, ich merk's. Jetzt. Dragonite. Gegen so ein Setup Hydra, so ein Nature Support Hydra hier. Ja, macht E-Speed 44 bis 52, heißt, der kriegt davon auch sehr ordentlich. Haben wir noch Dragon Claw, falls Togetic doch dabei ist und ich irgendwas nur finishen will. Wenn ich irgendwas nur finishen will und mich danach nicht locken will. Falls nachher irgendwie Trikifalo reinkommt, mich aber wegkillen kann, will ich eben nicht gelockt sein. Aber wenn ich mal mich locken kann, dann gehe ich gerne mal auf den Wutanfall. So, next one. Wir haben Kobayo dabei und es ist ein Set, was man. Ja, ich wollte einen Rocker dabei haben, einen guten Rocker und einen schnellen Rocker und ich wollte was haben, mit dem ich schneller bin als Rikifalo. Das habe ich mit Kobayo und beides. Mir hat es auch Probleme gegen sowas wie Necrozma, gegen sowas wie, theoretisch auch gegen theoretisch auch gegen Eratyl, weil ich den Fokusschuss als hitten muss. Theoretisch habe ich da auch ein Problem gegen Togetic, aber den sehe ich eh nicht mitkommen. Und, ja, aber ich will den Juftschen haben, falls Tangolos dabei ist. Den Steinkanal wäre natürlich auch cool, weil ich so Probleme habe gegen Knogger. Ja, da haben wir eben den Fokus geholt, damit wir einen Move mal safe tanken können von ihm, falls ich mal irgendwas tanken muss von Trikifalo oder so. Ja, dafür haben wir hier den Sash. Ja. Dann, next one ist
Relaxo, mit der Rospelbeer, mit der Chopperberry. Ich habe damit nur Vorsorgen für Ballpress von Magnezone, für Fokusstöße von Hangolos und Tricephalo, für diverse Kraftkolosse von Pion Draghi oder sowas. Einfach um bei solchen Sachen besser dastehen zu können. Ansonsten sind wir relativ langweilig in. Ich habe die Investments übrigens bei den anderen beiden, weil ich ja vergessen habe. Mit Dragoran Speed sind wir ein schneller als die Cosma, ein Punkt. Und mit Cobaliums Investment sind wir ein Punkt schneller als Trikefalo. Jo. Relaxo, da muss ich schneller sein als irgendwer, weil der eh keinen Speed hat. Body Slam, Erdbeben, Dark Lariat, Ice Heaps ist einfach ein All-Out-Attacker, der soll möglichst hier alles. Möglichst alle Mons im gegnerischen Team gut anhitten können. Vielleicht mal was killen damit. Der hat ja einen guten Attacker mit 110. Und einfach speziell auch alles wegtanken, was passiert. Ja. Next one ist noch Fuyal und der soll hier einfach mal Trikefalo revengen. Wir sind ein Punkt schneller als Trader, weil ich hoffe, dass wir gescarft sind. Wir tragen hier wir haben eine Fähigkeit Majestät für sowas wie Keifel. Oder ja, falls irgendwelche andere Prios noch dabei sind, von denen ich eigentlich halt keine direkt sehe, aber die andere Fähigkeit wäre eh useless gewesen. Ich glaube, Leafguard heißt Solarschutz? Keine Ahnung, irgendwie sowas. Die ist ja relativ useless ohne Sonne. Heißt, braucht man nicht. Dann haben wir 16 KP, 250 Attack und 42 in Speed. Ist eben für den Scarf auf ihrer Tür. Dann stehen wir Blattgeise, Knuddler, Kaffee und Turbodreher. Kleide ich gern einen Abschlag dabei gehabt, kleide ich gern einen Heidemkrieg dabei gehabt. Aber ich muss hier Abzüge machen, weil ich hiermit unbedingt Trikefalo rausnehmen will. Und ich brauche etwas gegen Milotic. Oder auch gegen Keifel. Und allgemein ist Blattgeise eben ein guter Nuke theoretisch mal. Gegen diverse Monster, die er hat, auch gegen Tür macht er guten Schaden. Und am Ende haben wir noch einen Turbodreher. Um hier Rocks von Necrozma, Tür, Knogger oder Keifel wieder wegmachen zu können. So, next one ist Lantern. Und das ist mal ein sehr experimentelles Set, was ich diesmal dabei habe. Siedewasser, Ladestrahl, Eisstrahl, Agilität, Void Absorber, mäßig. Ich habe Monster, die ich reinkommen kann und gegen die ich einfach einen Ladestrahl drücken kann. Das sind Milotic. Das sind Magnezone, wenn er nicht geslappt ist. Und wenn er auf dieses Mon, auf dieses Lanto, theoretisch in Tangulos gehen will, kill ich mit Eisstrahl nach zu 100% dieses Tangulos, wenn es kein spezielles Investment hat, wenn es keine EV hat. Dann ist Tangulos wirklich ein One-Shot. Wir haben hier die Lumberry, damit ich, falls ich gegen Tangulos mich setupen will, oder gegen Milotic mich setupen will und er mich toxt, damit wir eben nicht getoxt werden können. Void Absorber, damit ich besser in Magnezone reinkomme, weil ich ihn eben auch setupen kann. Agilität ist hier drauf, damit wir auf plus 2 gehen können. Und damit schneller sind als alles im Team, auch Aerodactyl. Der Rest in Death ist, damit wir einen ordentlichen Death-Wert haben, weil KP und Spätzle-Death deutlich besser aufgestellt sind als der Death-Wert. Deswegen will ich da ein bisschen mehr rein investieren, damit wir da eben auch besser aufgestellt sind. Physisch defensiv. Jo. Sonst noch irgendwas an dem Set? Ich glaube nicht. Kommen wir zum letzten Set. Wie schon angekündigt, es ist nur Billigkat. Wir spielen Schmarotzer, Leitflammen, Toxin und Abgangstirade. V-Play für eben alles im Team. So gefühlt. Leitflammen spielen wir nur, damit ich Tangulos besser hitten kann, falls er dabei ist. Weil hier, oder falls er Tür sich irgendwie setupen will und ich den burnen will. Gute Set. Wir sind ein Punkt schneller als ein Trikefalo. Was Schnelleres erreichen wir eh nicht, weil er hat eine Speed Gap zwischen Trikefalo und er Tür. Das sind einfach mal, lass mich nicht lügen, 34 Base-Punkte. What? Deswegen können wir auch mit sowas wie Dragoran eben Band spielen, weil sein Team eh nicht das unbedingt schnellste ist. Beziehungsweise hat sehr viel Bulky Offense, die eben nicht unbedingt das schnellste ist. Die einzigen Mons, die hier schneller sind als mein Dragoran, sind halt Trikefalo, Eraktyl und Pion Draghi. Der Kader ist relativ langsam, wie gesagt. Heißt, ich muss ja auch mit Cobalium und Subika nicht aktiv investieren. Da kann ich etwas mehr Death auf meinem. Da kann ich etwas mehr
Dev auf diesem Subelikard spielen, was mir auch gefällt. Toxin habe ich noch dabei für Tangola aus Minotic, Dekrosma, Trigifalo, Keifel, whatever. Und die Abgangstirade für Dev Drops beim Gegner. Attack Drops beim Gegner. Jo, sorry, falls ich mal wieder etwas undeutlich geredet habe. Mein Mund ist trocken wie sonst was und ich will das Teambuilding noch fertig bekommen vor dem Kampf. Also die Audio fürs Teambuilding. Ja. Dann wünsche ich euch morgen sehr viel Spaß mit dem Kampf. Und ja, bis nächstes Mal. Oder bis morgen dann eben. Und ciao, ciao.